J.K. Rimperwölfe gegen die HG St. Louis. Ja, das erste Spiel jetzt in diesem Jahr. Erste Meisterschaftsspiel in der zweiten Bundesliga. 2 Punkte für die Wölfe und 32-26 heißt es. Und wir gehen jetzt auf Stimmenfang. Distelhäuser. Immer eine frische Idee. Bei mir unser Jubiläumsspieler, Max, 400 Spiele für die DJK Rimper. Wie ist dein Fazit? Ja, ordentlich würde ich mal sagen. Ja, also insgesamt war schon noch ein bisschen Sand im Getriebe, sage ich jetzt mal, nach der langen Pause. Das Positive, dass wir trotzdem mit 6 Toren gewonnen haben, hätte auch ein bisschen höher sein können, muss ich sagen. Ja, aber fürs erste Spiel nach der Winterpause ist es okay. Wir sagen herzlichen Glückwunsch von Würzburg Radio. Jetzt gibt es natürlich noch einige Punkte, die die Leute interessieren. Du hast heute sehr wenig mit deiner Mannschaft geschimpft, mit den Leuten, die vor dir standen in der Abwehr. Hat dir das Verhalten gut gefallen, was so dieses Abfangen deiner gehaltenen Bälle anging? Ja, Abpraller haben wir gehabt heute, ausnahmsweise. Nein, Spaß, ja, haben wir gehabt. Ja, es ist meistens einfacher, wenn man selber ein bisschen ruhig bleibt. Ja? Also öfter überdrehe ich dann auch mal und nehme mir eigentlich jedes Spiel vor, ruhig zu bleiben. Und heute hat es geklappt, ja. Also man wird älter? Nein, sage ich mal. Max, wie sieht's aus? Ihr habt einen neuen Spieler bekommen in eurem Team, den Sergej. Ihr nennt ihn, glaube ich, Sergio. Sergio, ja. Der hat sich meiner Meinung nach extrem schnell reingefunden ins Team. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Total, total, ja. Er kommt von Erlangen, hat er hauptsächlich dritte Liga gespielt, hat es aber sofort aufgesaugt wie ein Schwamm. Jede Trainingseinheit bei uns gibt er alles. Und ich sag mal, die meisten bei uns in der Mannschaft sind auch relativ jung, da kommt man relativ gut rein als junger Spieler. Ist ein total feiner Kerl, der da auch gar keine Probleme hat, menschlich wie spielerisch. Und ich glaube, wenn er da so dran bleibt jetzt die nächsten Wochen und Monate, dass er uns da noch richtig viel Spaß machen kann. Junge Kerle kann ich bestätigen. Ich habe letzten Samstag um 3.22 Uhr einen Anruf von Willi gekriegt. Der wollte wahrscheinlich ins Studio und hat gedacht, was macht er da? Da rufe ich doch mal den Tom an. Das weiß ich nicht. Da bin ich dann mittlerweile ausgeklinkt. Früher ja, mittlerweile ist mir das dann zu anstrengend. Und was ich mache nach langjähriger Erfahrung mein Handy nachts aus. Weil immer werde ich jetzt auch machen am Wochenende, Max. Was steht als nächstes an? Wir spielen nächste Woche in Hamm. Samstag in Hamm. Die sind punktgleich mit uns. Die sind also auch oben dabei. Sehr schweres Auswärtsspiel. Werden wir besser spielen müssen als heute. Aber in der Liga, man hat es jetzt wieder gesehen, ne? Ich glaube, Coburg gewinnt in Bietigheim. Es ist alles möglich und wir fahren hin, um zu gewinnen einfach. Das ist wir drücken die Daumen, herzlichen Glückwunsch nochmal zum Sieg, feiert ordentlich. Das werden wir machen, jetzt über Fasching noch ein bisschen. Distelhäuser, immer eine frische Idee. Matthias Obinger, das Spiel, erste Spiel dieses Jahr, erste Meisterschaftsspiel dieses Jahr gegen die HG St. Louis, ein unbequemer Gegner, hat man ganz besonders in der ersten Halbzeit gemerkt. Ja, unbequem deswegen, weil es stand natürlich mit dem Rücken zur Wand, ne? Wollten hier wieder in die Spur kommen und deswegen haben wir eine Zeit lang gebraucht, um flüssig ins Angriffsspiel zu kommen und dann auch unser Abwehrspiel dem Gegner aufzuzwingen, aber es ist ja dann auch nochmal gut gegangen und wir haben das Spiel ja im Griff gehabt. Insofern bin ich zufrieden mit dem Auftakt. Ja, zufrieden kann man sein, besonders mit der Leistung wieder von Max Brustmann in der ersten Halbzeit und auch noch in der zweiten Halbzeit. Einfach genial. Ja, Max hat uns ins Spiel gebracht und dann wurde die Abwehr auch mit zunehmender Spieldauer immer sicherer und immer selbstbewusster. Und dann auch das Angriffsspiel. Deswegen denke ich, dass der Sieg auch in der Höhe hochverdient war. Die 7-Meter-Quote, du hast es vorhin in der Pressekonferenz so ein bisschen kritisiert. Patti Schmidt hat auch, glaube ich, 2 verworfen, war es richtig, ja. Aber sonst hat er, glaube ich, ein Riesenspiel gemacht heute. Ja, aber es gehören ja immer viele Sachen zu einem guten Spiel. Patti hat sicherlich in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut Regie geführt, aber man muss halt auch sagen, wir verwerfen in der zweiten Halbzeit nur 2 Bälle und die waren 7 Meter. Kein Fehlwurf aus dem Feld in der zweiten Halbzeit.
Und insgesamt, ich meine, 4 verworfen ist einfach zu viel. Das können wir uns auf Dauer nicht leisten. Ja, und dann ist trotzdem noch ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Es geht gegen Hamm in Westfalen. Punktgleich mit den Wölfen. Das Spiel hat hier Hamm in Westfalen gewonnen. Da hat man, glaube ich, so eine kleine Rechnung offen und vor allen Dingen ein Schlüsselspiel, ob es eventuell weiter ganz nach oben geht. Ja, jetzt von einem Schlüsselspiel will ich jetzt nicht reden. Aber es ist schon so eine Art richtungsweisendes Spiel, ob es uns mal gelingt, neben Coburg auch mal einen anderen Großen zu schlagen. Gerade auswärts sind wir ja sehr, sehr gut drauf. Also wir sollten da, wenn wir wie ich mir das vorstelle, Woche für Woche auch besser werden, sollten wir da auch durchaus mit Chancen nach Hamm fahren. Ja, wenn wir hart dran arbeiten, wir alle, und dann werden wir dann sehen in Hamm, ob wir da was Zählbares mitbringen können. Dankeschön, Matthias Obringer. Gerne. Distelhäuser. Immer eine frische Idee.